herzlich willkommen hier bei Pot of Play. Ich bin der Lutz und wir machen jetzt hier weiter mit Star Trek Online und zwar mit der Episode Die andere Seite. Aber vorher wollte ich mal fragen, wer ist auch so gehypt auf das Ende des Ikonianischen Krieges wie ich? Ich freue mich da schon sehr drauf, ist ja endlich gestern angekündigt worden und ich bin schon gespannt, was sie daraus machen werden. Ich hoffe, es wird ein gutes Ende. Nicht so wie das Ende des Dominion-Krieges oder das Ende von Voyager. Ja, mir kommen gerade negative Erinnerungen hoch an das Voyager-Ende. Ja, die andere Seite ist unsere nächste Episode. Wir haben ja schon erfahren, dass wir jetzt in das Spiegeluniversum reisen sollen, um das Terran Empire daran zu hindern, hier noch mehr Schaden anzurichten. Und wir haben den Drehkörper dabei. Und dann wollte ich sagen, Kurs setzen auf das, ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, System. Merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Das kenne ich doch irgendwoher. Whatever. Lass uns lieber die Mission starten. Nach dem Ladebildschirm. Nach dem etwas nervigen Ladebildschirm. Ja. Ich kann bloß hoffen, dass das jetzt... Ich denke mal, ihr habt das schon mitbekommen mit der neuen STF. Ich kann bloß hoffen, dass nicht der gesamte Spiegeluniversum-Content so wird wie die neue STF. Und mal unter uns Deep Space Spiegeluniversum Deep Space Nine sieht merkwürdig aus. Ich hoffe, das werden sie noch abändern. Ja, da sind wir endlich. Captain, es gibt hier terranische Schiffe der Föderation. Das hört sich doppelt gemoppelt an. Ich denke, ich kann die Frequenz der interphasischen Spalte isolieren oder unsere Deflektorschlüssel rekonfigurieren, um ein passendes Signal auszusenden. Das sollte den Spalt lang genug offen halten, damit wir durchschlüpfen können. Aber wir müssen die terranischen Streitkräfte besiegen, bevor wir uns dem Spalt nähern können. Zerstören Sie die terranischen Schiffe und nähern Sie sich der Spalte. Ja, machen wir doch gerne. Da hinten ist ISS Schiff. Toller Name. ISS Schiff. NCC, ja, weiß was ich, 000. Naja, mach mal ISS Schiff kaputt. Aber ich glaube, die heißt noch jetzt hier alles so, ne? Wollen wir hoffen, dass dieser Bug dann auch behoben wird mit Season 11. So, ISS-Schiff, die erste ist damit erledigt. Da hinten haben wir die nächste Gruppe. Oh, es ist sogar mal eine Gruppe. Ein paar Fregatten. Ja, noch mehr ISS-Schiffe. Würde ich nicht mehr länger sehen. Tschüss. So, eins war noch da, das weiß ich. Eines war noch da. Die Frage ist nur, wo? Hin? Na, da. Was haben wir da für ein Schiff? Kreuzer? Ne, ein Zeitschiff. Oh, es ist sogar eine Spiegeluniversum Luna-Klasse. Eieiei. Irgendwo hoffe ich ja, dass sie mal die Luna-Klasse irgendwann überarbeiten. Im Sinne von Tier 6 mäßig. Weil ich finde, die Luna-Klasse braucht unbedingt einen Lieutenant-Commander-Taktikplatz. Die Sensoren bestätigen, dass der Spalt stabil genug ist, um ihn zu passieren, Sir. Manövrieren Sie dichter an den Spalt heran, sodass wir das Spiegeluniversum auf Ihrem Befehl betreten können. Ja, dann wollen wir mal da runter düsen. Nee. Ah, jetzt. Ich habe schon gewundert, warum mir nichts gesagt wurde. Dann wollen wir mal ins Spiegeluniversum düsen. Ich bin schon gespannt, was uns erwartet. Aber ich glaube, ich weiß, was uns erwartet. Eine große Flotte. Hier wird kräftig gekämpft. Wir werden gerufen, Sir. Ich lege die Nachricht auf den Hauptbildschirm. Wir wissen, wer Sie sind, Sternflotte. Regent Worfs Aufzeichnungen waren sehr ausführlich.
Sie haben Glück, dass wir einen gemeinsamen Feind haben. Während die Terranische Föderation mit Captain O'Briens Invasion in ihr Universum beschäftigt ist, haben wir die Gelegenheit genutzt, zuzuschlagen. Wir wollen auch, dass die Portale in ihre Realität geschlossen werden. Helfen Sie uns, Captain. Zerstören Sie die terranischen Schlachtschiffe im Trockendock. Unsere Streitkräfte werden unsere Feinde beschäftigen. Mein Gott. Während sie die angedockten Schiffe angreifen. Aber beeilen Sie sich. Die Terraner werden nicht lange auf sich warten lassen. Ja, geht da. Noch mehr Text. Sir, die terranischen Schiffe der Föderation. What the heck? Das ist ein scheiß Name. Im Trockendock verfügen über ein automatisches Verteidigungssystem. Wenn wir in Reichweite kommen, wird das System die automatischen Verteidigungssysteme des Schiffes aktivieren. Es wird nicht lange dauern, bis sie einsatzbereit sind. Es gibt drei Docks. Ich empfehle uns eins nach dem anderen vorzunehmen. Wir könnten Probleme bekommen, wenn mehrere Verteidigungssysteme gleichzeitig auf uns feuern. Ja. Ich denke mal, so einen großen Widerstand haben wir nicht zu erwarten, aber gut. Lassen wir mal die Klingonen nicht länger warten, als sie müssen. Doch, Cardi ist dabei, ich glaube, ja, ne? Oh, ist das schön. Endlich höre ich diese scheiß Spalte nicht mehr. Wow, die Verteidigungssysteme sind ja wirklich ein ernstzunehmender Gegner. Hat das Ding eigentlich jetzt einmal auf uns gefeuert? Ich denke nicht. Oh, jetzt hat's geschossen, nur viel zu spät. Oh, und der Torpedo hat uns sogar verfehlt. Wie niedlich. Ich finde es gerade witzig, dass uns unser taktischer Offizier das überhaupt vorgeschlagen hat. Die Trockendocks sind so weit auseinander, dass man sich nur eins nach dem anderen vornehmen kann. Stimmt's, ISS-Schlachtschiff? Stößt mir doch da bestimmt zu. Ja, deine Verteidigung ist bereits deaktiviert. Jetzt bist du dran. Tschüss. Wir werden gerufen, Sir. Auf den Schirm. Ha! Sie kämpfen gut für einen Pazifisten. General Bewatt führt die Bodenoffensive unten auf dem Planeten an. Und er und seine Streitkräfte versuchen, die Energiequelle der seltsamen Portale zu finden. Wir haben den Kontakt zum General verloren. Wenn Sie ein Außenteam auf die Oberfläche schicken, werde ich an Ihrer Seite kämpfen. Mein Gott! Ich bin heute wirklich so blöd zum Vorlesen. Das ist ja. So, ich würde bloß schnell die Gegenstände aufheben. Und ich glaube, die Klingonen sind gerade komplett vernichtet worden, oder habe ich mich verguckt? Die armen Klingonen. Naja, whatever. Er lädt lange. Er lädt meiner Meinung nach ein bisschen zu lange. Och, kommt schon, Leute. Ich will doch bloß den Ground Part jetzt spielen, ne? Oh, es geht weiter. Und wir sind endlich da. Da ist auch Gerard. Ich empfange die Energiesignatur eines Drehkörpers unter der Oberfläche, Captain. Ich habe den Eingang einer Höhle gefunden. Sie wird aber von einem Kraftfeld geschützt. Um in die Höhle zu gelangen, müssen wir die Generatoren ausschalten, die das Kraftfeld mit Energie versorgen. Gerard ist auch da, Captain. Wir sollten mit ihm reden. Ich wollte schon sagen, nicht trauen. Weil ich vertraue ihm nicht. Hallo, Captain. Wow. Bist du heilig oder warum ist dein Hintergrund weiß? Eieiei. Gehen Sie voran. Ich werde Ihnen bei der Vernichtung dieser ehrlosen, terranischen Hunde behilflich sein.
Kapla! Ich vertraue ihm noch viel weniger. Er kämpft jetzt mit Terraner gemeinsam gegen Terraner. Ich habe ein Auge auf ihn. Irgendwas stimmt hier nicht. Naja, Spiegeluniversum eben. Stimmt's, Fenrich? Bewattetes Rotoren? Ich dachte immer, der kämpft nur mit dem Buttlet. Hey, Bewatt ist zu was nütze? Ich bin ja positiv überrascht. Ich bin schon sehr gespannt auf die nächste Runde. Ich meine jetzt auf den nächsten Story-Part gegen die Borg. Ich bin mal gespannt, wie sich Luna gegen die Borg schlagen wird. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Borg hier in dem Spiel die gefährlichsten Gegner sind. Nicht mal die Iconians jetzt kommen da ran. Gott, wenn die Iconians jetzt sagt schon. Aber erstmal müssen wir hier die Gemma da. Na doch, wir müssen die Gemma da noch überleben. Es kommt ja noch der ganz große Gemma da Arc. Die gute alte Feature-Episoden-Serie. Aber jetzt machen wir erstmal ein paar Terraner platt. Oh ja, die sind sauer. Die sind sauer. Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob ich einen neuen klingonischen Charakter mache. Weil, ich gebe ja mal zu, ich habe einen klingonischen Techniker, aber, ich will mir da mit Tobi überein, Klingonen und Techniker passen nicht zusammen. Das ist eine merkwürdige Kombination und außerdem denke ich mal, dass ein Neck war auf einer, auf einem Taktiker bestimmt nicht schlecht ist. Ja, Neck war. Ich bin ein riesen Fan des Neck Wars. Ich finde das auch bis heute geil, dass die Tier 6 Variante rausgebracht haben von dem Teil. Ging mir gerade so durch den Kopf. Man könnte vielleicht davon auch ein Let's Play machen, wa? Das dann so nennen, Star Trek Online Road to the Neck War oder so. Ja, das wäre geil. So, deaktivieren wir erstmal das Teil hier wieder. Das Kraftfeld um den Eingang des Tempels wurde ausgeschaltet. So, wir sollten jetzt freien Weg zum Tempel haben. Nope, den haben wir nicht. Da stehen noch ein paar Terraner vor der Tür. Aber auch die sind kein Problem. Ich finde es sehr ironisch, dass wir jetzt gegen die Terraner kämpfen. Weil wenn man es mal ganz genau nehmen will, hat ja Captain Sisko die Terraner unterstützt. Er hat ja nicht die Defiant zerstört. Er hat geholfen, sie mit aufzubauen. Naja, Kleinigkeiten. Warum ist das eigentlich da? Das fällt mir jetzt erst auf. Ja, das werde ich später ändern. Gehen wir jetzt erstmal hier in die Höhle des Löwen. Höhle betreten. Und er lädt. Wie immer. Och, Leute. Es wäre so geil, wenn sie die Ladezeiten mit Season 12 verkürzen würden. Ey, sie haben mich fluchen hören. Das ist doch sehr schön. Jetzt sind meine Offiziere auch Heilige, oder was? Ich empfange Signale des Drehkörpers und klingonischer und terranischer Lebenszeichen vor uns. Wir sollten vorsichtig sein. Oh ja. Passt schon. Wir sollten vorsichtig sein. Im Gang ist überhaupt nichts los. Und da steht ein Grüppchen. Warte mal, ich glaube, hier war ein... Ja, da ist er, ein Captain. Vor dem sollte man sich tatsächlich in Acht halten. Ich glaube, der hat sogar eine Minigun. Kann das sein? Na gut, rufen wir uns mal Verstärkung von unserem Schiff. Sagt mal den Captain da guten Tag. Oh. Au. Blendgranate.
Naja, das war also ein Ground Captain, alles klar. Tauschen Sie die Drehkörper aus. Das machen wir gleich mal als erstes. Klingonen können warten. Zack. Hallo, Bewatt. Dämpfungsfeld ausschalten. Zack. Na du. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Captain. Sie müssen den Drehkörper, den Sie bei sich tragen, gegen diesen hier tauschen. Das habe ich gerade getan. Anschließend kehren Sie in Ihr Universum zurück. Ich werde zurück auf die Oberfläche gehen und Jorot und den Rest unserer Truppen finden. Wir treffen uns im Weltraum. Die Terraner lassen Sie nicht ohne Kampf zurück nach Hause. Und es ist ein guter Tag zum Sterben. Wie gesagt, den Drehkörper habe ich bereits getauscht. Also, Kurs nach oben. Wollen wir hoffen, dass die Terraner uns wirklich ein kleines Flöttchen entgegenschicken. Weiß nicht, vielleicht mit einer Odyssee-Klasse oder so dazwischen. Ne? Das wär's doch. Die Klingonen rufen uns auf den Schirm. Ich bin froh, dass sie es zur Party geschafft haben, Sternflotte. Schiffe der Terraner nähern sich mit hoher Warpgeschwindigkeit. Kapla! Och. Wow. Die kommen mit einer Typhoon-Klasse. Und ich kriege auch noch Unterstützung von einem Nekvar. Ich glaube, die Terraner fühlen sich jetzt etwas verarscht, könnte man dazu sagen. Oh, jetzt müssen sie schon mit Traktorstrahlrepulser probieren, ja? Wie niedlich. Das war die gesamte Verteidigung, die ganz tolle große Flotte der Terraner. Gut, guter Loot. Aber what the fuck? Das war ja gar nichts. Ein Schiff. Geil. Captain, der Spalt zwischen den beiden Universum ist noch offen. Wir haben den Drehkörper, der zu unserer Realität gehört, und wir sollten den Spalt verwenden, um nach Hause zurückzukehren. Sobald wir den Drehkörper der Möglichkeiten in die richtige Realität gebracht haben, sollte sich der Spalt von selbst verschließen. Gut, dann Kurs setzen auf den Spalt. Danke, Nekvar. Du warst irgendwie unnötig hier, aber naja, trotzdem danke. Man sieht sich. Zack. Und da sind wir in unserem Universum. Ich glaube, das war hiermit dann auch erst einmal die letzte Terran Empire Mission. Bis Season 11 müssen wir gleich nochmal gucken. Wir sind in unsere Realität zurückgekehrt, Sir, und das Portal zum Spiegeluniversum schließt sich. Wir sollten die Sternflotte über unseren Status informieren. Verlassen Sie das System. Alles klar. Ja, die andere Seite. Dann rufen wir mal Captain Prodent. Gut gemacht, Captain. Wir erhalten immer weniger Berichte über terranische Föderationsschiffe. Die Mauern zwischen den Welten werden wieder errichtet. Und sie haben eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Nicht jeder kann von sich behaupten, in einer anderen Realität gewesen zu sein. Ja, sah jetzt nicht viel anders aus, ne? Immer das Schutzschild. Congratulations, Admiral. Work. Feuerkäfig. Ernsthaft? Captain, die Sternflotte wurde gebeten, einen Vertreter zu schicken, um die berühmte Friedensaktivistin Kirin Theresa auf ihre Wallfahrt nach Bajor zu begleiten. Es ist vorgesehen, dass sie den Bajoranern auf dieser Reise verschiedene Kulturgüter wiederbringt. Ach, das Scheiße. Die bringt auch weitere Drehkörper nach Bajor oder was? Außerdem wird sie die archäologischen Ausgrabungen bei den Feuerhöhlen mit einer Fraktion der Vedic-Versammlung besuchen. Theresa hat sich seit jeher dem Ziel, Frieden zwischen den Bajoranern und den Cardassianern zu schaffen, verschrieben. Sie hat ihre Abstammung von beiden Völkern als eine Brücke benutzt und wurde so Teil vieler Erfolge in der Normalisierung der Beziehungen zwischen diesen ehemaligen Feinden. Aber wie Sie sich vorstellen können, gibt es auch solche, die sich ihrer Arbeit in den Weg stellen. Der wahre Weg ließ ihr mehrfach Morddrohungen zukommen. Ich möchte nicht, dass ihr etwas geschieht, solange wir für ihre Sicherheit zuständig sind. Wir werden ihr Schiff auf TRD-071944 treffen. What the fuck, was ist das für ein System? Passen Sie auf sie auf
und bleiben Sie auf der Hut vor dem wahren Weg. Viel Glück, Eas. Oh, wir kriegen ein Kit? Wir kriegen nur ein Kit? Ernsthaft? Na gut, okay. Tolle Belohnung, das nächste Mal ein Kit. Aber jetzt lass uns nochmal ganz kurz gucken. Ich glaube, damit ist jetzt erstmal der Terran-Arc beendet. Wie gesagt, fürs Erste, wir sehen ja mehr mit Season 11. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Nur noch eine Mission. Es ist ausgerechnet Feuerkäfig. Und danach kommt schon zweite Welle. Ja, Feuerkäfig oder wie ich es nenne, Backkäfig. Wir sehen uns also das nächste Mal bei Backkäfig wieder. Bis dann. Ciao sein. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Wolf?